Leute, mir ist gerade was mega Lustiges eingefallen. Und so ungefähr in 2 Stunden ist Domi da und er liebt Nachtisch. Und ich glaube, ich muss ihn heute ein kleines bisschen verarschen. Sie schon? Ich bin ein bisschen gemein, aber oh mein Gott, ich freue mich so auf diese Reaktion. Ich mache jetzt nur einen Schwamm, also einen richtigen Kuchen und einen Schwamm, weil die Schokolade geht mir gerade ein bisschen aus und ich will hier nicht zu viel wegwerfen, aber die Schokolade, also die ist eh schon abgelaufen halbwegs und daher, naja. Auf jeden Fall. Jetzt schmeiße ich das ganze Ding in den Kühlschrank und ich finde, es sieht echt wirklich aus wie ein Kuchen. Ich meine, schaut doch mal. Ich habe genau gesehen, dass es ein Schwamm ist. Oh.
gemein. Er hat schon was geahnt. Das ist aber gut. Das ist auch kein Schwamm. Da war es frei. Ach komm, als ich das... Ich hab das ja schon abgelöst, weißt du, von dem Teller, dass das nicht beppen bleibt nachher. Aber hat sich das jetzt nochmal hingebeppt. Und irgendwas war anders. Irgendwas war auffällig. Da war du nett warst. Hallo? Aber das schreit ja praktisch nach Rache, oder? Zum Zähneputzen. Oh mein Gott. Ah, Leute. Wenn eure Beziehung einfach aus sich rächen von der Rache besteht, dann wow. Oh Gott, ich komme hier gar nicht mehr hoch. Das war übrigens meine riesengroße, überdimensionale Zahnbürste. Schatz, nichts nach mir werfen, ne? Muss ich mal zeigen. Oh, ich finde die süß, ich finde die süß. Oh mein Gott, ich liebe diese Zahnbürste. Die ist so toll. Aber das schreit ja praktisch nach Rache, auch wenn es dieses Mal nicht geklappt hat. Hi, Schatz. Was willst du werfen? Auch wenn es dieses Mal nicht geklappt hat, das schreit ja praktisch nach eine Racheaktion, irgendwas, was nicht so offensichtlich ist, weil ich muss euch erzählen. Ich hab dir wieder mal Zahnpasta in Oreo reingemacht und hatte voll reingewiesen, hab halt gekotzt, das war voll lustig. Ich hab mich voll tot gelacht. Schade, dass ich das nicht im Video hab, aber ich lasse mir was anderes einfallen. Der ist nicht sicher. Ich lasse mir was einfallen. Thank you.